Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal und ja Leute, heute gibt es das Feuerstein 5K Pack. Das Bronze ist Geschmackssache, Leute, und sonst ist vieles auch einfach so ein bisschen simpel gehalten. Übrigens nochmal danke, ich habe jetzt mittlerweile schon 5,1K, es geht extrem schnell, ich hatte viel Zeitdruck heute auf jeden Fall, Leute. Gibt es einmal das Blackout Pack, das ist das hier, was ich hier gerade drin habe. In der nächsten Runde wird das Whiteout Pack vorgestellt. Ihr werdet alles und mit Details sehen und wird euch auf jeden Fall aus den Socken hauen. Das ganze Pack hat mir der liebe Azuki, aka ein Relay-Freund, für mich gemacht und das, da bin ich mal sehr, sehr dankbar. Grüße an dich, Schatzi. Auf jeden Fall haben wir den auch. Ich habe nachträglich nochmal ungefähr die Hälfte des Packs bearbeitet, da ich einfach noch mit ein paar Sachen nicht so zufrieden, war. Sage ich mal, Grüße gehen an Cringe raus, der schaut mich vielleicht. Und nochmal danke an den lieben Azuki, dass er mir das auch so in der Schulzeit gemacht hat. Wir sind selber beide in einer Klasse und ich weiß, jetzt sagen alle, ja, ist doch eh nicht so viel Stress am Ende des Jahres bei uns schon. Wir mussten jetzt einen Praktikumsbericht abgeben und so weiter und so fort. Er hat es trotzdem gemacht. Und einfach mal, also da Props von mir an ihn, echt. Also schon heftig, dass er sich so ein bisschen die Zeit doch genommen hat, um... Fuck, ich bin tot. Das ist ja jetzt, das ist mein Untergang, Leute. Das ist mein Untergang, no joke. Ja, wir haben's. Nein! Leute, einfach nicht wundern. Ach, ich wurde gesandwiched. Ja, cool. Ach so, ich bin tot. Ach so, ob mein 16er KD jetzt weg ist. Joa. Außerdem habe ich das Vote und das Hub-Symbol nochmal überarbeitet auf Wunsch ein paar Abonnenten und meiner Bedürfnisse. Auf jeden Fall, Leute, sind wir jetzt auch in der zweiten Runde schon angelangt auf Miniland und ja, es ist 3 Uhr nachts, bedeutet, ja, erwartet nicht so viel geistige Anwesenheit von mir. Auf jeden Fall gibt es, wie gesagt, eben noch, ich weiß nicht, ob es erwähnt hat, ich erwähne es einfach noch einmal, und zwar gibt es zwei Versionen des Packs, Blackout und Whiteout. Blackout hat schwarze Blöcke mit weißen Rändern und Whiteout hat weiße Blöcke mit schwarzen Rändern, inklusive angepassten Endstone auf die jeweilige Packfarbe. Und das Pack ist einfach mal wieder, momentan wieder eins, also die beiden Packs sind mal wieder momentan eine meiner, oder beide, busy meine Lieblingspacks, sag ich mal. Gönnt euch auf jeden Fall, Leute, gibt's auch auf Mediafire zu downloaden, da viele sich beschwert hatten, dass ich nur Werbung für Z-Hypes Kanal machen würde. Für alle, die den Wortwitz zwischen Blackout und dem Beta-Bau-Sound von Rin Blackout verstehen, die können mal ein Like droppen oder auch einfach Blackout in die Kommentare schreiben oder Whiteout in die Kommentare schreiben. Je nachdem, was einem besser gefällt, gleich seht ihr auch schon das Whiteout-Pack. Muss auch einfach dazu sagen, dass ich momentan echt scheiße baue nachts. Bin ich irgendwie so ein bisschen geistig abwesend, habe jetzt 2 Stunden lang meine Packs versucht, irgendwie eine Reihe zu bekommen, weil ich irgendwie was verkackt habe und immer irgendwelche Texturen vertauscht hatte. Und pipapo, ihr kennt das als Texture Pack Designer safe. Ich meine, ich kann Texture Packs nicht wirklich gut machen, aber ich finde, ich habe da schon was Gutes herbeigezaubert, sag ich mal. Circa die Hälfte, beziehungsweise ein bisschen mehr über der Hälfte. Verhältnismäßig hat der liebe Azuki gemacht. Er ist auch in der Beschreibung verlinkt. Der macht Football Montages, aber ist sicher egal, ne? Oder Soccer Montages, wie ihr es auch sehen wollt, ihr Strabers. So Leute, auf jeden Fall wird es jetzt keine Packs mehr für jede K-Abos geben, sag ich mal. Also für jede 1000 Abo-Schritte, sondern nur noch alle 5K oder so. Keine Ahnung, wie ich halt Bock habe, weil das einfach zu viel ist. Ich kann euch mal eben das schöne Endstone zeigen, den schönen Endstone zeigen. Das heißt, der einfach so gestaltet. Und das ist im White Pack, im Whiteout Pack, sorry, nicht im White Pack, ist das ein bisschen anders. Und mein Bett ist schon wieder weg. No! Mit dem Endstone wird es sicher besser einbauen. Einzubauen sein, so rum. So, den kriegen wir auf jeden Fall jetzt noch. Jo. Dieser Lukas in der Party mit irgendjemandem hat einen Ghostmate. Finde ich nicht so nice, aber gut. Wer es nötig hat, ich habe keinen Ghostmate und ich schaffe es trotzdem noch, Leute. Schreibt mir auf jeden Fall bitte eure Meinungen und Verbesserungsvorschläge für die nächsten Packs in die Kommentare. Das 10K-Pack wird auf jeden Fall überlit, Leute. Ich habe mir da schon so ein Konzept ausgedacht. Das werde ich euch natürlich noch nicht verraten. Einfach, damit ihr euch drauf hypen könnt. Er macht sich auf jeden Fall den schönen schwarzen Endstone um das Bett. Ja, MLG geschafft. Ha, da guckst du Blade aus der Wäsche hier. Du Nasenbär, du. Was will er tun gegen mein One-Click-Fast-Bridge und meine Stack-Skills, Alter? Auffälligst an immer unauffälligsten Leute.
So Leute, und jetzt zeige ich euch auch das Whiteout Pack. Einen Moment, damit ihr mal eben den Vergleich seht. Zack, 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 zack. So, so. Und jetzt haben wir auch reichlich an Ressourcen, um uns das Bett einzubauen. Zack, zack, zack. Und ihr seht schon, oh mein Gott, der Endstone ist einfach ungefährt und weiß. Und oh mein Gott, die Blöcke. Und ich finde persönlich das Whiteout Pack deutlich schöner. Aber das Ganze ist auch nur Geschmackssache, Leute. Und wenn euch das mal irgendwie ein bisschen den Denkanstoß gibt, auch mal neue Sachen für Packs zu entwickeln und nicht irgendwie nur Red Pack und Rainbow Pack und Black Pack und White Pack, sondern einfach mal so ein bisschen was Eigenes, Leute. Ihr seht ja, ich habe ja auch jetzt hier so ein bisschen was Eigenes. Und wir finden, also Ferdi und ich, also Azuki und ich, finden es einfach übel nice, was daraus aus jetzt diesem Pack geworden ist. Und Ferdi bzw. Azuki und ich sind beide sehr, sehr stolz auf das Pack, auf die Packs. So, da haben wir ihn geraggelt. Ich habe nicht geraggt gesagt, Leute. Ich habe nicht geraggt gesagt, also war es ja auch nicht böse. Mal eben hier rüberbauen, zack, zack. So. Übrigens, ich hätte mal eine Frage an euch. Wollt ihr in Zukunft mal wieder ein Dealer-Trolling? Wenn ja, dann zeigt es mir einfach mit einem Like und einem Kommentar. Ich will Dealer-Trolling oder was weiß ich, dass ich weiß, ihr wollt Dealer-Trolling, denn mir hat das persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nachts kann ich sowas nicht aufnehmen, weil ich einfach nicht die Laune dazu habe und ich möchte auch keine gute Laune überspielen oder, sag ich mal, spielen. Ich möchte schon alles real rüberbringen und da ist mir es auch wichtig, dass ich da auch echt Spaß dran habe, nicht nur so tue, wie na, manch andere YouTuber, ne? Logo und Dr. Banks und was weiß ich. Ich sag nix und irgendwie konnte ich den nicht hitten, ich weiß auch nicht warum. Ihr könnt natürlich auch das Pack auf RP24 re-uploaden, aber da müsst ihr sagen, dass es von Z-Hype die Credits übernimmt, denn ich werde Z-Hype mal wieder sagen, dass er das auf RP24 re-uploadet, aber ich werde euch nicht den Link auf RP24, also zu der RP24 Seite von Z-Hype mit reinpacken und das Video, denn ich finde, man sollte auch mal einfach so eigenständig Mediafire unterstützen und nicht nur Z-Types RP24 Seite, wie ich es immer gemacht habe mit meinen ganzen Packs. Die Frage aller Fragen lautet, wo ist dieser Lukas-Typ? Zack, zack. Oh, er hat einen Kobi. Okay. Ah, mein Bett wurde geholt. Leute, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr mehr davon sehen wollt, von irgendwelchen Packs, von irgendwelchen Challenges, von irgendwelchen Trollings-Videos. Schreibt es mir in die Kommentare, Themen, alles. Leute, danke für die 5K. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Rebi, gib mir endlich Premium Plus, damit sowas nicht passiert. Beben, danke. Ulala.